So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pokémon Namen Original. In dieser Folge werde ich euch die Flamly-Evolutionsreihe näher bringen und natürlich noch ein paar andere Pokémon vorstellen. Ja, und dann würde ich sagen, alle Angaben sind 100% legit und natürlich mit Gewähr. Ich wünsche euch viel Spaß. Kommen wir auch nun direkt zum ersten Pokémon, denn dieses nennt sich Funpi. Ja, der kleine Elefant, ja, und sein Name Funpi kommt natürlich vom englischen Wort Fun und der Zahl Pi. Ja, also Fun Pi. Und was will uns dieser Name sagen? Ganz genau. Der kleine Elefant wäre gerne ein witziger Mathelehrer. Aber wir wissen alle, Mathematik ist nicht witzig. Mathematik ist der Hass. Und deswegen wird der kleine Elefant niemals seinen Traum verwirklichen können. Pray for Fun Pi. Kommen wir zu Timos Lieblings-Pokémon und zwar Elfun. Ja, Elfun wird wieder mal aus zwei Wörtern gebildet und zwar El. Ja, El ist der spanische Artikel und Fun ist natürlich wieder mal Fun, wie bei Funpi. Jetzt ist auch bei Elfun Fun, das englische Wort für Spaß. Und wir wissen ja, gegen Elfun zu spielen macht sehr, sehr viel Fun Fun. F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für unfairen Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Mit dem. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. So, kommen wir zu Flamly. Ja, Flamly ist ein wunderschön niedliches Pokémon aus der dritten Generation und es ist einfach so niedlich. Aber was bedeutet denn sein Name? Was bedeutet der Name Flamly? Ich habe mich ja schlau gemacht, ja, und der Name Flamly kommt von dem, ja, Wissenschaftler Alexander Fleming. Und was hat dieser erfunden, dieser Alexander Fleming? Ja, der Alexander Fleming hat das Penicillin erfunden, was wir heute als Antibiotikum kennen. Und bei der Massentierhaltung, ja, bei der Massentierhaltung von Hühnern, da wird sehr, sehr viel Antibiotikum benutzt. Und Nintendo will uns hiermit sagen, ja, Leute, esst keine Hühner und esst kein Chicken, ja, von Massentierhaltung. Ja, weil da ist super viel Antibiotikum drinne und das tut euch nicht gut. Dadurch werden Keime resistent, ja, und irgendwann, ja, töten die euch. Das will uns Nintendo mit diesem Namen sagen. Denkt mal drüber nach, Leute, denkt mal drüber nach. So, von einem ernsten Thema kommen wir zu einem weiteren ernsten Thema, und zwar zu Jungglut. Der Name Jungglut kommt eindeutig von diesen zwei Wörtern, und zwar einmal von Jungle, ja, und von Gluten. So, was haben diese beiden Wörter miteinander? Jungle und Gluten oder Gluten. Kein Mensch weiß, wie das ausgesprochen wird. Aber ich sage euch, was die beiden Namen miteinander zusammen haben. Der Dschungel, ja, da wird abgeholzt, ja. Also, die Urwälder, die werden abgeholzt in Brasilien, auf der ganzen Welt, um sowas wie Weizen anzubauen, ja? Und was ist in Weizen vorhanden? Gluten, ganz genau. Da kommt's auf den Punkt. Nintendo hat ja wieder eine Botschaft hinterlassen, ja? Und zwar schützt die Regenwälder. Und wie wir ganz genau an Logok sehen, ist diese ganze Evolutionsreihe von Flamly, sie ist einfach belastet. Sie ist mit, ja, Andeutungen von Nintendo belastet. Gucken wir uns den Namen mal genauer an. Welche Botschaft steht in dem Namen vom Logok drin? Ja. Lo, also L-O-H, kommt eindeutig von Lokomotive, ja? Und ich schreibe Lokomotive mit H. Aber GOCK, ja, wo kommt das her? Das kommt natürlich eindeutig von globale Offensive der christlichen Kirche. Heißt so viel wie: Die christliche Kirche möchte uns mit Lokomotiven unterjochen und die Welt einnehmen. So Leute, denkt mal drüber nach. Möchten wir, dass die christliche Kirche uns mit Lokomotiven vernichtet? Möchten wir das? Gucken wir uns mal die Mega-Entwicklung von Logok an. Oh mein Gott, was ist das denn?